Ihr habt geahnt. Du bist mutig. Da ist er. Was willst du damit? Das ist Deckens Befehl. Das ist für mich. Skywalker, berühre den Boden für 60 Sekunden lang oder mehr. Also nicht. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich dieses Achievement bekommen habe. Also ja, es steht da, aber war das jetzt insgesamt gesehen oder? Wow. Wir haben uns. Wir müssen hier sofort verschwinden. Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Ja, 1 und X. Oh, endlich kann ich gegen die Dinger was machen. Heben und schmettern. Du gibst mir immer eine neue Perspektive, was hier? Alles gut, Kumpel. Gehen wir. Vorwärts, BD. Interessant. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft Ihnen Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Hallo? Ich das jetzt auch irgendwie wieder hoch. Ach nee, muss gar nicht. So, maximale Macht erhöht. Ich freue mich. Sollten jetzt weitergehen. Huch, das wollte ich gar nicht. Huch. Also, das bringt mir ja nichts.
geht's hier weiter? Nein. Leckende Rohre, freigelegte Kabel, das wird in einer Katastrophe enden. Gib dein Bett! Ja, darum sollte sich mal jemand kümmern. Bin ganz seiner Meinung. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Oh ja. Kürzung bin ich zu haben. Hallo, darf ich nochmal? Nein. Ah ja. Wer Priorit? Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Nee. Mir war nur das. Der manchmal das nicht anvisiert. Hallo. Hallo. So, tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Talentierte und entschlossene Mechaniker kann selbst ein schwer beschädigter Droide eine neue Aufgabe finden. So lässt sich zum Beispiel aus den pneumatischen Blasterarmen eines Droidika eine Waffenplattform machen. Hm?
Nee, von dir komme ich. Oh ja, den hast du erlitten. Den hast du erlitten. Bord? Bord, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Ich muss meine Mitte finden. Ja, find erstmal deine Mitte. Dann guck ich mal nach Fähigkeiten. Bitte zieht die Zeit, bis ein Blasterschuss voll aufgeladen ist. Ja, ja, nehme ich mal mit. Kann nicht schaden. Nutze ich jetzt zwar nicht so oft, aber was man hat, hat man. Ich soll da oben hoch. Da. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund?
Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalor sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Droiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Droiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Gendai. Die Gendai sind eine Spezies, über die wenig bekannt ist, aber anscheinend altern und sterben sie nicht wie andere Organika und sind größtenteils amorph. Da sie nur eine riesige Masse von Nerven sind, sie sind nahezu unzerstörbar und sterben erst, wenn ihre Kernnerven abgetrennt oder ihr Körper vollständig zerstört werden. Ein erfüllter Eid. Vor Jahrhunderten schwor Ravis gegen Herr? Das ist ein Nachname? Dagon einen Diensteid. Sobald der Kompass in Dagons Besitz ist, wird Ravis diesen Eid als erfüllt ansehen. Doch der Gendai-Krieger gesteht, dass es derzeit in der Galaxis nur wenig Ehre zu erringen gibt. Landung. Die Lucahul Primacy näherte sich in dem Kobu-System zu nah an dem Abyss und wurde vor den Gravitationskräften auseinandergerissen. In einer letzten Verzweiflungstat rennte die verbliebenen Brückencrew den Kern ab, um eine Notlandung auf dem Planeten darunter durchzuführen. Alles okay. Dagon könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Eine Abputzung oder wieder was? Na gut. Sieh! Okay, sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tanalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchbrechen muss! Ja.
Schlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Tannelor gehört mir! Meisterin Kree hätte sich diesem Tag verrotten lassen sollen! Halt dich fest, sie! Das war der Plan. Jetzt hat er aber auf einmal eine Doppelklinge. Ich bemitleide euch. Abschau! Wirklich? Der Tod erwartet euch. Tannelor gehört mir. Und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Trivial. Von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, Brüder. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Aus Bethlehem-Händen. Der Einarmige ist stark. Ich wundere mich, dass der sich noch kein Dings gebastelt hat. Kein Arm. Es geht doch in Star Wars immer schnell. Dass die sich einen Arm basteln. Umgeber. Komm schon, sie. Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Der Imperator ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Deine Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagon ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagon hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Kree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie, der Orden irrt sich. Wenn wir sie nur fragen könnten. Bitte lassen Sie uns diesen schrecklichen Ort verlassen. Der sicherste Weg hier raus. Hast du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, sie. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse es.
mich daran, das nie wieder zu tun. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Genau. So, Leute, ich würde dann hier aber erstmal Schluss machen, denn mein Essen ist schon unterwegs zu mir. Es könnte jederzeit klingeln. Deshalb mache ich es kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Dann geht's weiter mit Jedi Survivor. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restabend und später eine gute Nacht. Wir sehen uns dann am Samstag. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao.